Ist laut. Bleiben Sie weiterhin dort oben. Ja. Ist mir der Verfügung von der Stadt Ravensburg untersagt. Okay. Okay, dann werden wir jetzt die Zwangsvollstreckung vornehmen. Ja, viel Spaß. Okay. Okay. Das SEK kommt. Ja? Das SEK bereit, die Höhenintervention, um die da oben runter. Okay, ja. Können es sich noch einmal überlegen? Ansonsten kommen die Kollegen hoch. Ja, ich überlege mir das noch kurz. Ja. Herr Bosch, das wird auch mit nicht unerheblichen Kosten für Sie verbunden sein. Ja. Wollen Sie weiterhin da oben bleiben? Ich überlege mir das noch kurz. Ja, ich bleib weiter oben. Okay. Ciao. SEK ist da, Hebebühne ist da, es geht jetzt echt los. Die wollen jetzt den Baum hochtapen, wo die Traverse dran gesichert ist. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich sollten die ja nicht in die Traverse, weil die hält ja vielleicht nur eine Person aus. Wer weiß. Und es gibt viel Ground Support. Wie zu hören ist, voll geil. Der Pilger ist da. Und ja, allgemein sehr viel Polizei und die machen jetzt erstmal das Baumhaus kaputt, weil kaputt machen ist ja das, was sie sehr gut können, haben wir dann gesehen. Das war das Dach. Es hat auch noch ein Banner mitgerissen. Ja. Ich hoffe, die lassen die Traverse in Ruhe, weil sonst falle ich einfach 12 Meter runter. Das ist denen hoffentlich klar. Wir bekommen Anzeigen, wenn wir den Baum verletzen, deswegen haben wir überall Tücher dazwischen gelegt. Die sägen hier Äste ab und gehen nicht sehr sorgsam mit dem Baum um. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Jetzt haben sie die Klinge. Oh, jetzt kommt die Feuerwehr und rettet mich. Aber ich muss nicht gerettet werden, weil ich bin in keiner Gefahrensituation. Was das jetzt so wird? Da kommen die Bereitschaftsfeuerwehrmenschen. Eigentlich ist es widerrechtlich so. Aber okay. Scheint ja nicht zu jucken. Okay, jetzt bauen sie ein Sprungtuch auf. Tada! Oh, noch ein Feuerwehrauto. Ich bin eine Person. Ich weiß nicht, hier sind locker 100 Leute im Einsatz. Das ist schon ein geiles Gefühl. Nett, dass die Polizei uns so gute Belichtung gibt. Die Polizei kam mit fettem Aufgebot für eine Person und sie sind dann haben zuerst ein bisschen gelabert. Denen ist es jetzt sehr dringend, wie immer. Und das kostet ja auch ganz viel auch. Und dann haben sie eine Hebebühne aufgebaut. Dann bin ich in die Traverse geklettert, kurz bevor sie oben waren, und habe das Banner aufgespannt. Und jetzt sind sie hier und bauen die Drehleiter auf von der Feuerwehr. Aber eigentlich ist das widerrechtlich mit der Feuerwehr, weil die Feuerwehr nur retten darf, vor allem Kodex und so her. Und ja, wir haben sehr tolle Belichtung geschenkt gekriegt von denen. Und die Stadt handelt jetzt leider in einem falschen Weg, in einer falschen Weise. Die Stadt handelt nämlich, indem sie uns räumt.
anstatt indem sie mehr Klimagerechtigkeit umsetzt, wie auf dem Forderungsbanner da auch zu sehen ist. Und ja, es geht jetzt gleich los. Ja. Und es gibt viel Ground Support, die viele Sprüche rufen. Also, die Klettergobs laufen überall rum. Wir haben nicht nur 5 oder so, wie ich gehofft hatte, sondern ich glaube viel mehr. Hier ist die fette Dings und hier ist ein Klettermensch im Baum. Ich hoffe, die schneiden jetzt nicht die Traverse durch, dass ich runterfalle, das wäre blöd. Und das Baumhaus haben sie zerstört. Sie schneiden jetzt auch die Hängematte, glaube ich, ab. Ey, die da drin aufs Polypop. Nicht nett. Und ja. Ist jetzt die Frage, was sie machen. Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da vorne stehen wichtige Menschen. Mensch vom Ordnungsamt. Ja. Okay, der Mensch macht jetzt Bandschlinge in das Poli. Was auch immer das hier soll. Ich weiß nicht, ob der rüberklettern will, der Mensch, aber könnte ja sein. Ja, vielleicht ist er noch anders gesichert. Da sind die Kletterkopf. Wow. Allein da unten stehen schon. Hier sind noch mal, ist nochmal ein Mensch, ein Kletterkopf. Und da vorne sind auch nochmal 3. Das sind schon viele. Ich weiß nicht, warum der Krankenwagen da ist. Standardmäßig hoffe ich. Ich hoffe, die planen nicht, mich zu verletzen. Die Polizei, die Leute, die friedlich Widerstand leisten, räumen soll. Kommuniziert jetzt mit der Feuerwehr, die ein ganz anderes Ziel hat eigentlich, wenn sie rechtmäßig handeln würde jetzt, und zwar Leute zu retten, also Leute, die in Gefahr sind und nicht Leute, die in einer absolut von sich selbst kontrollierten Situation sind, und friedlich Widerstand in Form von zivilen Ungehorsam leisten.